Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wir sind inzwischen auf Route 113 angelangt und kämpfen uns hier so weiter nach oben in Richtung Schlotberg. Hier ist es so dunkel und kalt, weil die Asche die kein Sonnenlicht durchkommen lässt und deswegen schneit das. Ich glaube, es ist Asche, die da runterregnet und kein Schnee, wie ich anfänglicherweise vermutete. Wir gehen jetzt einfach mal gemütlich weiter. Irgendwo hier scheint ein Pokémon zu sein. Erstmal gucken. Tipps für Trainer. Mit dem Y-Knopf erhältst du schnell den Zugriff auf bis zu 4 im Voraus registrierte Basis-Items. Um ein Item zu registrieren, öffne die Basis-Items-Tasche in deinem Beutel, such dir das passende Item aus, drücke den A-Knopf und wähle die Option Registrieren. So, wir gehen jetzt ganz vorsichtig los. Wo ist es denn? Wo ist der Tail? Da. Ah, scheiße. Aus der Asche ich mich erhebe, nach einem Kampf ich strebe. Ja, das reimt sich auch, ne? Was ich reim, kann nicht schlecht sein. Das kann nicht schlecht sein. So, eine Herausforderung von Ninja-Junge Eduard. Da will einer Ninja spielen. Soll er mal machen. Soll er mal machen. Ein Smogon. Oh, ich glaube. Kira erinnert sich an die erste Begegnung mit Blau. Ist ja süß. Ja, dann, was machen wir denn da mal? Gewissheit. Knall jetzt ein bisschen Gewissheit rein. Smogon wurde besiegt. Oh, siehst du. Kira erhält 278 spezielle Erfahrungspunkte. Eduard, nee, Junge, setzt das nächste Smogon ein. Nö, lass uns mal weiterkämpfen. Auch dieses Smogon wird eine Gewissheit widerfahren. Gewissheit. Nee, das sieht gut aus. Ist zwar nicht effektiv, effektiv wäre Psycho oder Boden. Aber auch Gewissheit knallt den ordentlich einen rein. Ziggy erreicht Level 26. Eduard setzt als nächstes Smogon ein. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Nein, wir kämpfen weiter. Hast du noch was anderes oder bleibt das hier bei so einer. Das bleibt bei einer Smogon-Tour. Er hat noch nicht so ganz verstanden, dass Abwechslung das A und O bei der Pokémon-Teamgestaltung ist. Smogon setzt Tackle ein. Ja, das sagt der Mann, der hier die ganze Zeit immer nur Gewissheit, Gewissheit, Gewissheit spammt, ne? Abwechslung, Leute, Abwechslung. Eiszahn. Smogon wurde besiegt. Kira erhält 313 spezielle Erfahrungspunkte. Igni erreicht Level 33. Du besiegst Eduard, Ninja-Junge. Eine ehrenhafte Niederlage. Aber du wirst jetzt hier nicht gleich dir ein Schwert durch den Bauch oder so, ne? Das machen wir nicht. War ja auch ehrenhaft, deswegen. Heißt es etwa, ich soll mich nicht verstecken und ehrenvoll kämpfen? Nun gut, gehab dich wohl. Du kannst das ruhig machen, du, mich stört das nicht. Was bist du jetzt da für eine? Habe ich jetzt eigentlich schon auf das Schild gerade geguckt? Ach Mist. Ich wollte auf das Schild gucken. Der Sonnenschirm soll mein niedliches Kamaup vor diesem widerlichen Vulkanasche schützen. Die Frage ist beantwortet, es ist wirklich Asche, die hier fällt. Aber die Aschehaufen haben es einige vermuten lassen. Eine Herausforderung von Schirmdame Saskia. Karmaup, da brauchen wir irgendwas, was Wasser macht. Wie wäre es denn? Ja, Kira kann kein Wasser. Kira, wir tauschen mal wieder. Wir tauschen mal wieder Pokémon. Und zwar nehmen wir jetzt Pelipper. Muss auch mal wieder raus. Komm. Auch Pelipper will mal wieder kämpfen. Ich trinke dabei noch was. Kamaup setzt Intensität ein. Es hat keine Wirkung auf Pelipper. Blöd gelaufen, wa? Aquawelle! So. Das ist sehr effektiv. Kamaup wurde besiegt. Pelipper erhält 343 spezielle Erfahrungspunkte, Kira erhält 343 spezielle Erfahrungspunkte und auch der Rest bekommt ein bisschen was. Ich bin total außer Atem. Blaufuchs gewinnt 704 Poké-Dollar. Was erzählst du denn noch so? Du bist ziemlich stark. Ich gebe zu, ich bin schwer beeindruckt. Ja, man tut, was man kann. Was ist denn hier hinten noch? Warte. Was gibt's da? Ein Sandan? Oder was anderes Süßes? Wir gehen jetzt mal vorsichtig dahin. Schleich dich an. Ah, oh, Mist. Oh, ich wurde bemerkt. Schade. Ja, hab ich schon mitbekommen. Mein Joystick-Finger ist ausgerutscht. Blaufuchs findet das Item
TM32 Doppelteam. Ist gut. So, was mir gerade mal einfällt, wir müssen mal wieder zu Pokémon Army gehen, Mann. Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Und unsere Kira. Muss man gerade taub wechseln. Ich guck mal, bei. Hier haben wir 2. Kira hat 3. 4. Warte, okay, ein bisschen was. Kira ist als erstes dran. Pokémon wechseln. Spielen. Erstmal ein bisschen flauschen. Unsere Kleine. Hey, du sollst mir nicht dein Po zeigen. Hallo. Hintern geht raus. Ja. 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 Komm hier. Köpfchen gestreichelt. Ja. Öhrchen kraulen. Wie ist es denn hier unten? Oh ja. Bauch ist am besten. Hier unten ist am besten. Ja. Was gefällt dir, ne? Flausch, flausch, flausch. Na komm. Ich kraule dich hier so liebevoll. Da muss doch irgendwas bringen. Hier ein Öhrchen hier. Okay, das war's. Nein, nein, wir spielen jetzt nicht. Keine komischen Grimassen-Gedönses. Das klappt nie. Aber doch, wir müssen spielen. Ich habe keine Poffels mehr. So, wir spielen mal unbegrenzt, weil bei unbegrenzt kann man diese Super-Poffels kriegen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber da kann man, wenn man sehr lange durchhält, richtig geile Poffels kriegen. Lade möglichst viele Treffer, jo. Also es läuft unendlich, bis ich halt versage. Mal gucken, wie es ist. Man muss halt immer so eine gewisse Haltung für dieses Game einnehmen, damit es wirklich gut läuft. Wir versuchen mal unser Bestes. Ja, läuft schon. Haltung ist noch nicht raus. Ach Gott, nee. Also mein Top-Ding war über 1000 übrigens. Also man, wenn man mal richtig im Flow drin ist, und dann gibt es halt so leuchtende Super-Poffel. Die sind relativ gut. So, ich versuche jetzt aber mal mich zu konzentrieren. Pikachu! Ach, daneben gehauen. Das war ja ziemlich schlecht. Naja, es gehen immerhin ein paar Poffels raus. Du hast Poffels erhalten. Neuer Versuch. Wir machen nochmal eine Runde weiter. Ich brauche Poffels, das bringt nichts, Leute. Oh, was ist denn da los? Das läuft bei mir heute nicht. Bin noch nicht wieder im Flow. Das ist auch gerne mal das Touchplay-Zerstörungs-Game. Ach, so ein Mist. Pikachu ist zu klein. Das läuft bei mir nicht. Concentration! Die Gelben sind fies, weil die am Ende noch mal richtig Gas geben. Ah, Mist! Mist. Na egal. Es wird besser. Es wird besser. Wir werden das weiter forcieren. Ich will euch einmal diese goldenen Dinger zeigen. Aber wir machen jetzt nicht weiter. Das reicht erstmal. Ich wollte nur Kira erstmal ein paar Poffels zum Füttern geben. Und dann geht's auch gleich weiter. Ich will das nur immer mal hin und wieder mal machen. Weil es halt doch, zumindest für die Pokémon, die man im Team hat, hat das schon wirklich positive Effekte. Na, die widerstehen dann auch mal der Paralyse und so weiter. Das ist schon nicht verkehrt, das zu machen. Außerdem streichle ich sie ganz gern. Ist halt flauschig. Öhrchen kraulen, Öhrchen kraulen, Öhrchen kraulen. Oh. Weiter das Öhrchen kraulen. Na los, Kira. Gefällt dir das nicht mehr? Doch. Wange.
Prost. So, und jetzt gehen Puffels. Ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt gehen Puffels rein. Da, futtern. Du kannst ausgehungert sein. Oh, da geht noch was, oder? Da geht noch was. Und noch mehr Puffels. Sind zwar nicht mehr die guten, aber egal. Auch die müssen weg. Jo. Hat sich doch schon wieder gelohnt, ne? So, ich stopfe aber trotzdem noch weiter rein, wenn es noch geht. Ah, läuft noch. Zaghafter, aber es geht. Ne, jetzt ist jemand da satt. Ne, ist okay, wir spielen jetzt nicht mehr. Wir haben genug gespielt für heute. Wir spielen bald wieder. Aber nicht zu viel spielen. So, Kira ist jetzt zutraulicher. Feuermotiv erhalten. Wie zutraulich ist sie denn? Ich guck mal gerade. Hi. So zutraulich wie auch Igni schon ist. Das ist doch schon mal super. Wie sieht's hier aus? Ja, da müssten wir noch ein bisschen ran. Und Pikachu ist halt, glaube ich, noch gar nichts, ne? Müssen wir hier auch noch mal ran. Aber nicht jetzt. Wir machen das so nach und nach, ne? Nach und nach. So, wir gehen aber wieder hier rauf. Okay, weiter geht's. Habe ich jetzt auf dieses Schild schon geguckt? Ich will gerade einmal auf dieses Schild gucken. Tipps für Trainer. Ja, doch, habe ich geguckt. Alles klar. Ah, nein, ich hab's verstanden. Geh weg. So. Okay. Habe ich... Oh, warte. Wir schleichen uns jetzt vorsichtig an. Diesmal klappt das auch, weil mein Daumen diesmal nicht eine Zuckung kriegt. Oh, wie geil. Panzer Aeron oder was? Wie awesome ist das denn? Nein, wo rennst du hin? Ah, siehste. So, das müsste Stahl sein. Stahl und Flug, glaube ich. Ich finde das Pokémon halt einfach nur cool. Es ist Stahl und Flug. So. Was ist gegen Stahl nicht effektiv? Eis. Was aber gegen Flug ist Eis effektiv? Was ist denn gegen beides nicht effektiv? Rock, Fairy und bei Flying ist es Elektro. Okay, okay. Wir werden versuchen, das mit Pikachu zu machen. Ich will das haben. Ich will das haben. Versteht ihr das? Ich will das haben. So, Metallklaue. Bams. Okay. Das ist nicht sehr effektiv. Okay. Wir versuchen mal Funkensprung. Bitte töte es nicht, bitte töte es nicht, bitte töte es nicht, bitte töte es nicht. Ah, jawoll, das ist sehr effektiv. What? Why? Ach scheiße, ich habe auf der falschen Seite geguckt. Ja, ich nehme alles zurück. Es ist sehr effektiv. Wir hätten mit Eis angreifen können. Nee. Mit Kampf wahrscheinlich am besten. Nee, irgendwie, ach, wir haben eigentlich nichts, was jetzt nicht effektiv. Es hat ja geklappt. Ich brauche gar nicht weiter darüber sinnieren. Hat ja geklappt. Bälle, Superball, das muss schon klappen. Einsetzen. Ding, ding, ding. Komm schon, wenn du jetzt nicht gefangen wirst, ne, dann schmeiß ich aber die Prügel raus. Ah, das gibt's doch nicht. Ich hab gesagt, ich schmeiß die Prügel raus. Sattwirbel. Genauigkeit von Pikachu sinkt. Hast du sowas wie Sandwirbel oder sowas? Nee, nur noch Sand, die es umbringen. Beutel, Bälle. Komm, ich mach mal einen Premierball. Vielleicht fühlt es sich darin wohler. Guck mal, du bist mir so wertvoll, du kriegst sogar einen Premierball von mir. Guck mal. Da. Wie hübsch der ist. Ach, du blödes Vieh. Das war knapp. Windschnitt. Dass das sich so widersetzt. Das ist nicht sehr effektiv. Komm, du kriegst nochmal so einen Premierball. Beutel. Bälle. Guck mal hier. So ein hübscher Ball. Guck ihn dir an. Du willst da rein. Ich will, dass du da rein willst. Du willst da nicht rein, ne? Das Pokémon hat sich befreit. Metallklaue. Lass ihn mal weiterhauen. So, das ist nicht sehr effektiv. Kämpfen. Nein, 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 nicht kämpfen. Ich versuch's jetzt nochmal mit einem Superball. Noch habe ich ja welche. Was soll der Geiz, ne? Raus mit den Dingern. Zack, komm schon.
Mann, es hat echt keinen Bock. Okay, gut, 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 gut. Bruchschnabel. Bams. Wir wechseln das Pokémon. Wir wechseln nach Kira. Und Kira wird jetzt einfach Sandwirbel rausballern. Ich hoffe, die konnte das. Ich bin mir nicht sicher, ob das Kira war. Aber ich glaube schon. Nur noch ein bisschen Kira. Sandwirbel. Ey, ich wollte das gleiche machen. So. Kämpfen. Ja, Sandwirbel. Genauigkeit sinkt. Naja, mach mal ruhig. Wenn du meinst, dass das was bringt. Kämpfen. Sandwirbel. Wir sandwirbeln uns hier einfach gegenseitig hin und her. Bis wir keinen Bock mehr haben. Das wehrt die Attacke ab. Also selbst auch wenn man die Dauer des Kampfes hinauszieht, wird die Fangratenwahrscheinlichkeit höher. Also man kann, es gibt halt so ein paar Sachen, die man machen kann, wie Statusveränderung, Paralyse und ähnliches. Schlaf ist ganz hilfreich. Und halt dann gibt es so Faktoren wie die Länge des Kampfes und so weiter, die da auch noch Einfluss drauf haben. Genauigkeit sinkt. Sandwirbel. Dass ich das aus meinem Mund kotze, ne? Ist etwas merkwürdig. Oh ja, mach mal du. Noch geht's. Ich versuch's jetzt mal wieder. Wir haben jetzt den Kampf eigentlich ordentlich rausgezögert. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Beutel, Bälle. Der sieht doch gar nicht mehr, dass da noch ein Ball angeflogen kommt. Sie sieht es nicht mehr. Also eigentlich kann da nichts schief gehen. Das gibt's doch nicht. Bist du ein... Was bist du aber auch? Ne? Oh, ein Volltreffer. Ich gebe noch nicht auf, doch. Ich gebe noch nicht auf. Sandwirbel. Kann nicht weiter sinken. Haben wir noch ein anderes Pokémon, das vielleicht die Prügel raushauen kann? Ich glaube, nur noch sollte die Schaden austeilen und das bringt uns nichts. Ich werfe jetzt einfach weiter Superbälle. Das Ding muss irgendwann schwach werden. Komm schon. Ich schmeiße die ganze Kohle raus, ne? Du Vieh. Ich will das haben. Gleich keine Bälle mehr. Nächster Pokémon-Shop ist unser. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Gottes Willen. Das fühlt sich jetzt gut an. Panzer Aeron wurde gefangen. Kira erhält 446 spezielle Erfahrungspunkte. Kira erreicht Level 30. Verdient hast du das. So. Pikachu erhält 372 Erfahrungspunkte. Auch der Rest bekommt ein bisschen was. Und für Panzer Aeron wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Flugstahl, weiblich, Typ Stahlflug, Größe 1,7 Meter, Gewicht 50,5 Kilo, gesehen 1. Panzer Aeron ist komplett in einen harten, schützenden Panzer eingehüllt. Dieses Pokémon fliegt bis zu 300 km/h schnell. Es greift seine Feinde mit seinen messerscharfen Flügeln an. Möchtest du den Panzer Aeron? Nö. Spitznamen gehen jetzt erstmal nicht raus. Passt. So. Jetzt bist du ja eigentlich noch hier, ne? Ja, war klar. So ein Vulkanausbruch ist der eindeutige Beweis, die Erde lebt. Und sie bebt. Eine Herausforderung von Teenager Sönke. Oh, Stolldürenjor oder wie das Ding auch immer heißt. Ist gut, Han, den Kampf muss ich noch beenden. Den Kampf muss ich jetzt noch beenden. Kira wartet auf Anweisungen. Das war doch auch Stahl, oder nicht? Das kleine Vieh. Stahl und Gestein. Gegen Rock habe ich jetzt nix und gegen Stahl habe ich jetzt auch nix. Das heißt, wir müssen das Pokémon wechseln. Igni, es ist Zeit. Du musst mal wieder ran. Die.
Initiative von Igni sinkt. Nitro-Ladung, das hilft auf jeden Fall. Hast du jetzt auch für ein Schutzschild einzusetzen? Mann, Nitro-Ladung. Na also. Initiative von Igni steigt. Metallklaue. Aber das ist auch noch Gestein, ne? Dann nehmen wir mal Kampf. Doppelkick. Jo. Besser. Das ist sehr effektiv. Einmal getroffen, wurde besiegt. Igniel 356, Kira auch, der Rest auch. Beschwart Thea reicht Level 31. Du besiegst Sönke, den Teenager. Du bist irgendwie ganz schön stark. Ich level ja auch ganz schön viel. So, reden wir mal nochmal mit ihm. Keuchhus, ich habe Asche eingeatmet. Ob der Vulkan nun in mir weiterlebt? Na, ich hoffe nicht. So, wir machen hier wieder einen Break. Ihr habt den Hahn gehört. Ich speichere wie immer eben fix. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.